Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. 10. April 1998, Karfreitag. Jesus, begleitet mich heute mit Liebe und demütigem Herzen auf meinem Kreuzweg. Vereinigt euch in der Seele mit mir und ihr werdet dann erfahren, dass auch ich euren Kreuzweg mit euch gehe, euch helfe und aufhebe. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus war von meiner Unschuld überzeugt und verurteilte mich doch zum Tode, weil er zu feige war, für die Wahrheit einzutreten. Steht zur erkannten Wahrheit, zur göttlichen Wahrheit. Bittet den Geist der Wahrheit, damit ihr Gottes heilige Wahrheit recht erkennt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Es ist nicht einerlei, wie der Mensch das Kreuz annimmt, gezwungen oder dem heiligen Willen Gottes ergeben. Bereitwillig, vielleicht schon so sehr im übernatürlichen Leben lebend und denkend, dass er es freudig annimmt. Im Leiden, im Kreuztragen, kann sich die Seele am innigsten mit mir, mit meinem heiligsten Herzen vereinigen. Das Leiden ist der große Lehrmeister der Christen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mein zu Tode gemarterter müder Leib sinkt durch die Last der Sünden unter dem schweren Kreuz zusammen. Der Mensch bricht oft durch die Last seines sich selbst gezimmerten Kreuzes fast zusammen. Das könnt ihr vermeiden, wenn ihr euch nach dem göttlichen Willen richtet. Ich gab euch das Beispiel, wenn ihr auch gefallen seid, steht wieder auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich begegne meiner heiligen, jungfräulichen Mutter, die die Schmerzensmutter ist. Das Schwert des Schmerzes durchdringt und verwundet ihr Herz. Aber sie, die in der Liebe ganz eins wurde mit mir, wird jetzt auch im Leiden ganz eins mit mir, um im heiligen Werk der Erlösung so meine Gefährtin zu sein, die Miterlöserin der Menschheit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus, das schwere Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich lade alle meine Brüder und Schwestern ein, mir beim Kreuztragen zu helfen, so wie Simon es tat. Ich wünsche, dass die Glieder meiner Kirche an ihrem Leib ergänzen, was an meinem Leiden zur Verwirklichung meiner Erlösung noch fehlt.
Dies verwirklicht sich durch die geheimnisvolle göttliche Verbindung, die zwischen mir und eurem leidenden, aber auferstandenen Christus und jedem einzelnen lebenden Glied der Kirche besteht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt immer und immer wieder. Wunden werden euch geschlagen. Ihr dürft aber trotzdem nicht aufgeben. Ihr müsst euch von jedem Fall erheben und weitergehen, damit ihr mit mir in meinen Fußstapfen den Kreuzweg eures Lebens zu Ende geht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt immer und immer wieder. Wunden werden euch geschlagen. Ihr dürft aber trotzdem nicht aufgeben. Ihr müsst euch von jedem Fall erheben und weitergehen, damit ihr mit mir in meinen Fußstapfen den Kreuzweg eures Lebens zu Ende geht. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Viele bringen es leider auch heute nur bis zum Jammern. Sie klagen über die Kirche und die Priester. Sie selbst wollen aber kein wirklich religiöses, opfervolles, sühnendes Leben führen. Betet und sühnt, aber nicht nur für eure Sünden, sondern auch für die Sünden anderer, für die eurer Kinder und Enkelkinder und für alle Sünden der Jugendlichen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem schweren Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Zählt nicht, zum wievielten Male ihr gefallen seid, und dass ihr immer die gleichen Sünden begeht, sondern dankt dafür, dass die Kraft der Gnade euch immer von Neuem aufhilft und euch auf dem rechten Weg führt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. In der ganzen Welt ist der Teufel, der Unmoral, der Herr. Das Schlechte und die Sünde wurden zur Mode. Die meisten Menschen verschmähen das Kleid der Reinheit und Unschuld. Um der Pein meiner Entblößung willen, bitte ich euch, bewahrt die Reinheit eures Herzens und sühnt für die Sünden und für die Unmoral eurer Mitmenschen. Wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wer mir nachfolgen will, der muss mir auf dem Kreuzweg bis zur Kreuzigung folgen. Werde täglich gemeinsam mit mir zum Opfer, das Kreuz des Alltags tragen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater, verzeih den Menschen, verzeih, denn die Menschen wissen auch heute nicht, was sie tun. Meine Mutter, alle meine Brüder und Schwestern, vertraue ich dir an, damit du dich mit mütterlicher Liebe um sie sorgst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Betrachtet gemeinsam mit meiner schmerzhaften Mutter meinen mit Blut und Wunden bedeckten Leib. Sühnt mir Zärtlichkeiten der Liebe. Leistet Wiedergutmachung für eure eigenen Sünden und Versäumnisse und für die eurer Mitmenschen. Jede der Liebe entspringende gute Tat ist ein Beweis der Liebe zu meinem heiligsten Herzen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Durch mein Leiden und meinen Kreuzestod habe ich für euch das Tor des ewigen Lebens geöffnet, damit nicht das Grab euer Ende sei, sondern die Auferstehung. Glaubt an meine Auferstehung, und ich werde einst auch euch zum ewigen Leben auferstehen lassen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.
in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind erlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Sühnegebet zum unbefleckten Herzen Mariens. Unbeflecktes Herz Mariens, in Demut und Reue über unsere eigenen Sünden wollen wir Sühne und Abbitte leisten für alle Sünden, durch die das anbetungswürdige Herz deines göttlichen Sohnes so sehr verwundet und auch dein eigenes Herz gemartert wurde. Wir bitten dich um Verzeihung für unsere Verfehlungen, für unsere eigene Undankbarkeit und Kälte. Wir bitten dich um Verzeihung für alle Armsünder, die durch Unwissenheit, Leidenschaft oder Bosheit verblendet sind. Unbeflecktes Herz Mariens, wir bitten dich, vermehre unseren Glauben und Jesus, nimm ihn als Ersatz für den Unglauben so vieler Menschen an. Vermehre unsere Liebe und unsere Dankbarkeit zum heiligsten Herzen Jesu und deinem unbefleckten Herzen und bitte Jesus, sie als Ersatz für den Undank alle Sünder anzunehmen. Unbeflecktes Herz Mariens, wir vertrauen auf dich und rufen zu dir, auch für alle jene, die dich nicht lieben, nicht auf deine mütterliche Liebe und Güte vertrauen und dich nicht anrufen. Gerne wollen auch wir, wie du es von den drei Kindern, denen du in Fatima erschienen bist, verlangt hast, uns Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden annehmen, das er uns schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, zur Bekehrung der Sünder und als Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Beleidigungen, die deinem unbefleckten Herzen zugefügt werden. Bekehre, o Mutter, bekehre die Sünder und offenbare auch ihnen dein unbeflecktes Herz als sichere Zufluchtsstätte, wo sich ihre Flüche in Lobpreis Gottes, ihr Unglaube in Glaube, ihre Gleichgültigkeit in Gebet und ihr Hass in Liebe wandeln werden. Gib, dass wir Gott, den Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt wurde. Erlange uns von deinem göttlichen Sohne die Gnade, stets treu in diesem Geiste der Sühne zu verharren und dein unbeflecktes Herz nachzuahmen durch Reinheit des Gewissens, durch Demut und Opfergeist, durch wahre Gottes- und Nächstenliebe. Unbeflecktes Herz Mariens, dir sei Lob und Preis und Liebe. Wir vertrauen auf dich. Hilf uns in allen Kämpfen, Nöten und Gefahren, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Unbeflecktes Herz Mariens, wir lieben dich und vertrauen auf dich. Hilf uns, dass wir Gott, den Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt wurde. Amen. Unbeflecktes Herz Mariens, wir vertrauen auf dich. Vernichte die Macht Satans und bitte für uns, damit wir den heiligen Willen Gottes allezeit erfüllen. Amen. Amen.
Göttliches Herz Jesu, erbarme dich unser. Göttliches Herz Jesu, erbarme dich unser. Amen. Amen.